Hallo liebe Leute und willkommen zum ersten Video meines neuen Buchstapels. Diesmal geht es um die unendliche Geschichte von Michael Ende. Ein Buch, auf das ich mich schon lange gefreut habe, kann man so eigentlich nicht sagen, weil es war eher ein Spontankauf. Aber ich hatte mir schon seit einer Ewigkeit vorgenommen, es mal zu lesen. Und jetzt war es eben endlich soweit. Und die kurze Zeit, die ich es jetzt hier hatte, bevor ich es gelesen habe, habe ich mich doch sehr drauf gefreut. Und hatte auch ehrlich gesagt ziemlich hohe Erwartungen an das Buch. Ich fand die Filme, die ich gesehen habe, den ersten und den zweiten, ziemlich gut. Schon seit ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Natürlich habe ich sie geliebt und habe sie mir auch immer wieder angeguckt. Und deswegen war meine Erwartungshaltung dem Buch gegenüber doch relativ hochgegriffen. Da ich ja meistens so erlebt habe, dass Bücher besser sind als der Film. Ja, jetzt habe ich es endlich gelesen und ich könnte eigentlich die ganze Zeit nur grinsen, weil mir das Buch wirklich so viel gegeben hat. So viel mehr noch als die Filme, obwohl die Filme schon wahnsinnig gut waren, aber dieses Buch, das hat alles nochmal im Längen getoppt. Und ja, mal wieder habe ich mir Filme schlecht gelesen, könnte man sagen. Das passiert bei mir häufiger, wenn ich hinterher ein Buch lese, dass ich den Film dann im Nachhinein nicht mehr so gut finde, aus diversen Gründen. Auf ein paar davon werde ich, denke ich, mal nachher noch eingehen. Aber jetzt erstmal zum Inhalt. Ich hoffe mal, dass viele Leute von euch das Buch schon kennen. Oder den Film, je nachdem, dass viele Leute wissen, um was es eigentlich geht. Aber ich werde trotzdem natürlich was zum Inhalt sagen. Für die Leute, die wenigen Unwissenden, die sich mit dem Buch und dem Film noch nicht auseinandergesetzt haben oder eventuell sogar noch nie was davon gehört haben, was ich mittlerweile auch schon erlebt habe. Also, die unendliche Geschichte erzählt die Geschichte von Bastian Balthasar Buchs. Er ist ein kleiner, dicker Junge im Alter von 10 Jahren. Ist ein ziemlicher Außenseiter. Er liest sehr viel und gehört aber nicht so richtig zu seiner Klasse dazu. Er wird immer gehänselt und das bekommt man alles so gleich am Anfang des Buchs mit. Er erzählt uns das. Und ja. Eines Nachmittags, als er verfolgt wird von seinen Mitschülern mal wieder, kommt er in ein Geschäft, in ein Antiquariat, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja, ein Antiquariat, das Herr Koriander gehört. Ein eher unsympathischer Mann, der ziemlich direkt ist und ziemlich negativ eingestellt, vor allem was Kinder betrifft. Er entwendet von dort ein Buch, und zwar das Buch, das Herr Koriander gerade gelesen hat, als Bastian reinkommt. Er fühlt sich von diesem Buch magisch angezogen und es handelt sich dabei um die unendliche Geschichte. So steht es zumindest drauf. Auf dem Buch ist dann noch ein Symbol zu sehen von zwei Schlangen, die sich gegenseitig in den Schwanz beißen, was man hier außen sehen kann. Ich musste suchen, um es zu finden, aber ich habe es jetzt tatsächlich gefunden. Man sieht es auch im Inneren nochmal, aber da sieht man es jetzt nicht so gut. Also jetzt für euch zumindest sieht man es nicht so gut. Vorne und hinten haben wir es hier dann nochmal. Ich weiß wirklich nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich bewege es mal ein bisschen hin und her. Auf jeden Fall sehen wir hier, dass es auch in das Buch, also in dieses, was auch immer, wie man das jetzt nennt, das Buch unter dem Schutzumschlag, das Cover unter dem Schutzumschlag, da sieht man auf jeden Fall auch die zwei Schlangen, die sich gegenseitig in den Schwanz beißen und ein Oval bilden. Ja, er fühlt sich, wie gesagt, direkt angezogen von diesem Buch und nimmt es mit. Er hat nicht so richtig drüber nachgedacht, was er da eigentlich tut. Also es wird ihm im Nachhinein klar, dass es Diebstahl war. Und ihm wird klar, dass er nicht nach Hause gehen kann. Und ja, auf jeden Fall nimmt er das Buch mit auf den Dachboden seiner Schule. Er schwänzt die Schule an diesem Tag und macht sich oben auf dem Dachboden bequem. Also er hat da ein paar Matten gefunden und ein paar Decken. Es ist ein ziemlich kalter Tag. Und er wickelt sich dann in die Decken ein und beginnt das Buch zu lesen. Taucht richtig ein in die Geschichte, bei der es darum geht, dass ein junger Mann oder ein Kind eigentlich noch namens Atreyu einen Weg finden soll, die kindliche Kaiserin wieder gesund zu machen. Ja,
Das ist eigentlich, ja, das ist so das, worum es in dem Buch geht. Und es ist so, dass ich, ja, Bastian dann irgendwann nicht mehr sicher ist, was Realität ist und was Fiktion. Ja, es geht alles so ein bisschen ineinander über, bis Bastian dann schließlich auch Teil der Geschichte wird. Kann man das so stehen lassen? Ich weiß es gerade überhaupt nicht. ja. Okay, wir kommen erstmal kommen wir allgemein auf das Buch zu sprechen. Also ich habe jetzt die Ausgabe von Thienemann gewählt, weil sie mich doch am meisten angesprochen hat. Ich wollte eigentlich eins, wo man das Aurin besser sieht. Das Aurin ist das Symbol mit den zwei Schlangen. Aber irgendwie habe ich da, glaube ich, keins gefunden. Das Buch innen drin ist natürlich absolut wunderschön. Also, wo haben wir denn hier mal ein Kapitel, bitte? Das heißt übrigens Phantasien von A bis Z, wenn ich mich recht erinnere. Das stand hier vorne. Ja, doch nicht. Die unendliche Geschichte von A bis Z mit Buchstaben und Bildern. Versehen von Roswitha Quadflieg. Das ist meine Ausgabe. Auf jeden Fall ist es von A bis Z. Hier hatten wir zum Beispiel ein Kapitel und es ist immer wunderschön herausgearbeitet, der Anfangsbuchstabe. Es reicht wirklich von A bis Z. Und ja, so sieht es dann eben aus. Und auf jeder Seite sind auch hier oben solche Schnörkel zu sehen. Ansonsten ist das Buch in Grün und Rot geschrieben, was ich persönlich sehr, sehr schön finde, muss ich sagen. Also es hat mir wirklich sehr gut gefallen von der Aufmachung her. Durch die grüne und rote Schrift können wir unterscheiden, wo wir uns gerade im Buch befinden. Also entweder in der Menschenwelt oder in Phantasien. Alles, was grün geschrieben ist, spielt in Phantasien und alles in Rot ist die Menschenwelt. Und das, was Bastian in dem Moment erlebt. Genau. Ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Es ist ein sehr altes Buch, was ich hier habe. Es ist von 1979. Ja. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wann das Buch rauskam. Ich habe jetzt vergessen, mich zu informieren. Und es steht jetzt auch gerade nicht hier. Also jedenfalls meine Ausgabe von 1979 und ich denke mal, ich weiß nicht, wie alt das Buch eigentlich ist, muss ich sagen. Aber so irgendwann aus den 70er Jahren auf jeden Fall. Es ist auch also schon ein bisschen älter. Aber ich fand es trotzdem richtig toll. ja. Ja, was ich an dem Buch besser finde als an den Filmen. Es ging schon damit los, dass ich, als ich mich über die unendliche Geschichte informiert habe, festgestellt habe, dass Michael Ende eigentlich gar nicht wollte, dass sein Buch verfilmt wird. Es ist auch so, dass der erste Film nur einen Teil des Buches abdeckt, ungefähr bis zur Hälfte oder höchstens bis zur Hälfte. Und der zweite Film ist dann sehr frei nach dem anderen Teil des Buchs gemacht wurden, sage ich mal. Also es ist sehr anders als der zweite Film. Der erste Film hält sich noch einigermaßen an die Vorlage, wenn man so nennen kann, aber der zweite, der ist sehr, sehr frei. Und der dritte, der hat überhaupt nichts mehr mit dem Buch eigentlich zu tun, was ich persönlich sehr schade finde. Michael Ende wollte also nicht, dass sein Buch verfilmt wird, aber er konnte sich leider nicht dagegen wehren. Denn es hätte zu einem Prozess geführt und der Prozess, der wäre sehr, sehr teuer gewesen und Michael Ende hatte ja nicht so viel Geld übrig, er konnte das nicht riskieren und deswegen, ja, ist es dann halt verfilmt worden. Und ich finde es sehr schade, dass sich da wirklich über den Wunsch von Michael Ende hinweggesetzt wurde und schon allein das hat mir den Film ziemlich, ziemlich verschlechtert. Ja, es gibt viel, viel mehr Gestalten in dem Buch natürlich als im Film. Auch viele Gestalten, die ich wirklich im Nachhinein betrachtet sehr gerne im Film gesehen hätte, muss ich sagen. Es gibt aber auch andersrum Figuren aus dem Film, die im Buch nicht existieren. Zum Beispiel mein geliebtes Steinbeißer-Baby. Das gibt's leider in dem Buch überhaupt nicht. Es gibt auch nur ja einen einzigen Steinbeißer, der hier auch namentlich erwähnt wird, ganz am Anfang oder danach nie wieder. Das ist wahrscheinlich der Steinbeißer, den wir aus dem Film auch kennen. Er hat auch einen Namen, aber ich habe den jetzt ehrlich gesagt vergessen, weil es wie gesagt ziemlich am Anfang des Buchs war.
Ja, ich habe einen neuen Lieblingscharakter gefunden. Also das Steinwasserbaby ist nicht mehr mein Liebling, sondern ein Geschöpf, das es in dem Film überhaupt nicht gibt. Es ist ein Löwe. Und es ist ein Wüstenlöwe. Er wohnt in der Wüste der Farben, die aus sehr unterschiedlich farbigem Sand zusammengesetzt ist und sich immer wieder verändert. Und je nachdem, auf welchem Untergrund dieser Löwe läuft, verändert sich auch seine Farbe, ganz einfach. Das fand ich sehr, sehr schön. Und es war wahnsinnig toll. Ich fand ihn irgendwie am besten, obwohl er auch nur sehr kurz in dem Buch vorkommt, für ein Kapitel oder anderthalb. Aber irgendwie war der mein Liebling, ich weiß gar nicht warum. Ja. Was ich auch sehr schön fand, aber gleichzeitig auch traurig, war, dass an vielen Stellen Sachen erwähnt sind, die eventuell noch passiert sein könnten, wo dann aber dasteht, aber das ist eine andere Geschichte und wird ein andermal erzählt werden, glaube ich. Irgendwie so ist jetzt frei wiedergegeben. Oder sie muss ein andermal erzählt werden, weil sie in den Rahmen springen würde und solche Sachen. Das finde ich sehr, sehr schön, dass sowas, also ein kurzer Ausblick gegeben wurde und dann auch die Fantasie des Lesers angeregt wurde dadurch. Was natürlich schade ist, ist, dass es nicht weiter erzählt wurde. Auch nicht in einem anderen Buch, soweit ich informiert bin. Falls ihr da irgendwas wisst, dann sagt mir bitte Bescheid. Aber soweit ich weiß, werden die einzelnen Geschichten nicht weiter ausgeführt. Schade. Sehr schade. Ja, es ist ein Fantasy-Roman. Natürlich. Aber ich kam sehr gut damit klar, obwohl Fantasy überhaupt nicht meine Richtung ist. Es könnte aber damit zusammenhängen, dass ich eben durch die Filme schon wusste, auf was ich mich einlasse. Und deswegen habe ich es auch nicht so sehr als Fantasy betrachtet. Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Es kam mir nicht alles so fern vor, wie wenn ich ein anderes Fantasy-Buch lese. Dann ist mir das alles irgendwie fremd. Aber die unendliche Geschichte war mir absolut nicht fremd, sondern ich habe sie direkt angenommen und in mein Herz eingeschlossen. Und egal, was für Fantasy-Gestalten hier drinnen vorkamen, so abstrakt wie die auch waren, ich konnte sie mir alle vorstellen und sie waren mir auch sehr nah. So. Das hat mich am Ende geschafft mit mir. Ja. Obwohl ich Fantasy eigentlich überhaupt nicht mag. Ja, gegen Ende hin bin ich dann auch wieder sentimental geworden. Also ich habe dann auch auf den letzten Seiten angefangen, mir die Tränchen zu verkneifen. Weil ich wusste, es ist bald vorbei und ich fand es wirklich sehr schade. Ich wäre gern noch länger in Phantasien geblieben, zusammen mit Bastian und hätte ihm zugeguckt, wie er seine Abenteuer erlebt. Und ja, wie gesagt, das Buch hat mir wirklich sehr viel gegeben, muss ich sagen. Es ist, ja, war sehr schön. Und ich war wirklich traurig, als es dann leider schon vorbei war nach den vielen Seiten. Es sieht dicker aus, als es eigentlich ist. Also es sind sehr dicke Seiten bei mir. Eigentlich hat es nur 427,5 Seiten. Also 427 Seiten. Und ich habe mir Zeit gelassen mit dem Buch. Ich hätte wesentlich schneller fertig sein können. Aber ich habe mir Zeit gelassen und ich habe es wirklich sehr genossen. Und ja, ich denke, das kann man ab und zu auch mal machen. Es war eine wunderschöne Erfahrung mit dem Buch. Dafür werde ich mir die Filme jetzt leider nicht mehr vorbehaltlos anschauen können, was doch ein bisschen schade ist, aber ich denke auch, dass die unendliche Geschichte ein Buch ist, das man mehrfach lesen kann, das ich wahrscheinlich auch noch irgendwann mal wieder lesen werde, wenn es mich packt. Ich fand es wirklich sehr, sehr schön. Ich kann es auch jedem empfehlen, vor allem natürlich auch den Leuten empfehlen, die den Film kennen und das Buch noch nicht kennen, denn das Buch beinhaltet wesentlich, wesentlich mehr Geschichten und ja, es sind auch Sachen anders aufgeschlüsselt, die Bastian erlebt, die er lösen muss, die Probleme. Und es ist alles sehr viel schöner als in den Filmen, leider. Ja. Gibt es denn ansonsten noch was zu sagen? Ich glaube nicht so viel. Was mich ein bisschen gestört hat, was aber nichts mit dem Buch zu tun hat, war, dass ich die ganze Zeit den Soundtrack von dem ersten Film im Ohr hatte. Also Neverending Story von, wie hieß der eigentlich? Lemal oder so. Oh, ich hatte dieses Lied die ganze Zeit im Kopf. Nicht die ganze Zeit. Ich muss sagen, dass ich es gegen Ende hin nicht mehr im Kopf hatte. Aber zwischendurch und am Anfang. Es hat mich verrückt gemacht. Auf jeder Seite habe ich dieses Lied im Kopf gehabt. Es hat mich. Oh,
Es hat mich genervt. Aber dafür kann Michael Ende absolut nichts, sondern dafür können die Filme was. Ich gebe den Filmen die Schuld dafür. Und ich finde das Lied echt toll, aber wenn man es die ganze Zeit im Kopf hat, dann nervt es einen wirklich sehr, muss ich sagen. Ja. Ansonsten gibt es, glaube ich, nicht mehr weiter zu erzählen. Ich habe natürlich noch dieses komische zweite Buch da. Ich habe jetzt irgendwas runtergeschmissen, aber ist nicht so schlimm. Dieses hier, die unendliche Geschichte 2, habe ich im Coming-Soon-Video hochgehalten, aber ich werde es mir in nächster Zeit, ehrlich gesagt, nicht durchlesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir das Buch irgendwas gibt, muss ich sagen. Es ist wahrscheinlich nur eine Filmwiedergabe. Und ja. Hier ist Steinbeißer Baby. Ist egal. War ganz schlimm. Auch was Fuchor betrifft. Fuchor, der berühmte Drache Fuchor. Hier sieht man ihn ja. Er hat Pelz. Und im Buch hat er aber keinen Pelz. Und ich finde das echt schlimm, dass aus ihm so ein Knuddeldrache geworden ist, muss ich sagen. So ein Knuddelglücksdrache. Weil er eigentlich ganz anders war. Das hat mir jetzt auch Fuchor schlecht gemacht. Und Fuchor mag ja jeder. Ach ja, hier ist Aurin nochmal. Eigentlich wollte ich ein Buch mit so einem Cover haben. Aber ich finde das ehrlich gesagt auch sehr schön. Auch ist eigentlich ganz cool. Passt schon. Also ich werde das in nächster Zeit nicht vorlesen. Und ich werde es mir nicht durchlesen. Und ich werde es auch nicht vorstellen. Warum sollte ich das tun? Und ja. Nee, ich gucke gar nicht erst rein. Es würde mich nur noch reizen, weiter über den Film herzuziehen und über alles, was da passiert ist. Deswegen lasse ich es jetzt einfach. Und ich lasse es einfach so stehen, wie es ist. Beende jetzt das Video und hoffe, dass ihr euch die unendliche Geschichte mal anguckt, vor allem wenn ihr es noch nicht kennt. Aber auch wenn ihr die Filme kennt und das Buch noch nicht kennt, dann solltet ihr euch das auf jeden Fall angucken. Es lässt sich eigentlich gar nicht in Worte fassen, was mir das Buch jetzt in den letzten Tagen gegeben hat, muss ich sagen. Ich fand es wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und ja, damit verabschiede ich mich jetzt erstmal von euch. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.